Artikelnummer SCP-458. Objektklasse: Sicher. Sonderverwahrungsverfahren: SCP-458 gilt als sicher und wird daher ohne Zugangsbeschränkung in Standort 17s Kantine gelagert. Beschreibung: Bei SCP-458 handelt es sich um einen großformatigen Pizzakarton in der Hot-and-Ready-Variante der Pizzakette Little Caesars. Er besteht aus einfachem Karton, misst 25,4 x 25,4 x 2,54 cm und wiegt je nach Belag ca. 20 bis 20,49 Gramm. Aufgrund von SCP-458s Eigenart ist die Gewichtsmessung inkonsistent. Was SCP-458 zu einer Besonderheit macht, ist, dass es zwar wie ein gewöhnlicher Pizzakarton aussieht, sobald es aber von einem Menschen in die Hand genommen wird, generiert es eine Pizza, die den unterbewussten Vorlieben des Subjektes entspricht. Dies beinhaltet die Lieblingssoße, Käse, Belag und die Art der Kruste. Es ist dabei nicht beschränkt auf die Produkte der Little Caesars Marke oder anderer großer Pizzaketten. Es wurden auch Pizzen aus örtlichen Restaurants und aus Eigenherstellung generiert. Es scheint, dass es keine Einschränkung seiner Generierungsfähigkeiten gibt, solange es sich um eine Pizza handelt und die Belege für normale menschliche Verhältnisse genießbar sind. Siehe Anhang 1a. Es scheint außerdem, dass die Schachtel unverwüstlich ist, da alle bisherigen Versuche der Zerstörung oder Auseinandernehmen des Kartons sich als fruchtlos erwiesen haben. Man geht davon aus, dass die Schachtel teilweise empfindungsfähig ist und zumindest genügend telepathische oder empathische Fähigkeiten besitzt, um die persönlichen Vorlieben des Inhabers in Bezug auf Pizza zu spüren. Nachdem regelmäßige Tests gezeigt haben, dass SCP-458 scheinbar einen unendlichen Energievorrat besitzt, um Pizzen zu erzeugen, sonst aber wenig andere Nutzen besitzt, wurde das Objekt in der Kantine von Standort 17 platziert und für die freie Benutzung durch das Personal zugänglich gemacht. Nach der Freigabe zur offenen Nutzung hat sich die Moral des Personals deutlich verbessert. Anhang 1a. Beim Test von SCP-458 mit SCP-444 nahm das Subjekt einen Bissen aus einem scheinbar mit knoblauchfreier Wurst und Oliven belegtem Stück Pizza aus Weizenteig. Die Reaktion des Subjektes lautete wie folgt: Es ist ein leckeres Stück, aber ich hätte lieber eine etwas andere Soße gehabt. Hieraus wurde geschlossen, dass die Schachtel keine Stoffe verwenden kann, die von normalen menschlichen Körpern nicht verdaut werden können. Weitere Versuche konnten dies bestätigen. Anhang 1b. Siehe Dokument Nummer 458-1a. Dokument Nummer 458-1a. Möchte alle Mitarbeiter daran erinnern, dass nur weil wir einen Pizzakarton haben, der ständig Pizzen für euch machen kann, bedeutet das nicht, dass ihr nur herumsitzen und einfach den ganzen Nachmittag Pizza essen könnt. In Angesicht der Berichte über Personal, das eine ungesunde Menge an Gewicht dazu gewonnen hat, bin ich bei anhaltendem Missbrauch des Kartons dazu gezwungen, eine verpflichtende körperliche Trainingseinheit nach dem Mittagessen einzuführen. Dr. Del Morino. Dokument Nummer 458-1b. Der einfachen Neugier halber und um vielleicht eine bessere Vorstellung von der Denkweise bestimmter SCPs zu bekommen, habe ich eine Liste der Reaktionen von empfindungsfähigen SCPs beim Halten der Schachtel zusammengestellt. SCP-040. Ergebnis: Klein, extra Käse mit käsegefüllter Rand. SCP-056. Mittel: In Scheiben geschnittene Paprika, dünner Teig, Alfredo-Soße. SCP-073. Mittel: Feta und Monterey Jack Käse, keine Soße, dünner Teig. Fast unmittelbar nach dem Öffnen von SCP-458 begann die generierte Pizza ähnliche Symptome wie andere organische Materialien im Wirkungsbereich von SCP-073 zu durchlaufen. Das Experiment wurde wiederholt, wobei die Pizza sofort nach dem Öffnen aus SCP-458 entfernt wurde. Geringfügige Beschädigungen waren vorhanden. SCP-073 gab bei der Befragung von Forschern an, dass es noch nie Produkte von SCP-458 zu sich genommen hätte. SCP-076-2. Groß: Fleischbällchen, Salami, Bacon, kanadischer Speck, Würstchen, Hamburger, dicker Teig. SCP-105. Klein: Oliven, Weizenteig, dünn. SCP-108-1. Groß: Salami, dicker Teig. SCP-134. Klein: Zwiebeln, Sardellen, Oliven, dünner Teig. SCP-181. Groß: Salami, Würstchen mit Marinara-Soße gefüllter Rand.
SCP-181 wurde gesagt, dass dies eine Belohnung für gutes Benehmen sei und nur ein glücklicher Zufall, dass es seine Lieblingspizza sei. SCP-182 Mittel, Oliven, Pilze, Brezelteig. Weitere Versuche sind angeraten, da diese einige Eigenarten der SCPs aufdecken könnten. Dr. Craig. Update. Weitere Querversuche sind zwar erlaubt, bedürfen aber aus Sicherheitsgründen einer Genehmigung und Aufsicht. Dr.